Willkommen zu Frag das Exponat. Ich bin Dominik Stolz, Mitarbeiter der Abteilung Handschriften, Alte Drucke und Landeskunde der SLUB Dresden. Und wir wollen uns heute mit dem Brutthoffschen Stammbaum beschäftigen. Es handelt sich dabei um den Prunkstammbaum der Wettiner, der im Auftrag von Kurfürst August, dem Ur-Ur-Urgroßvater von August dem Starken, um 1563 angefertigt wurde. Und zwar durch seinen Historiker und Juristen Ernst Brutthoff, der ihn in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Maler Gulden anfertigte. Uns haben auf unseren Aufruf mehrere Fragen erreicht. Die erste war: Wie kommt das Objekt in die SLUB und warum ist es so gut erhalten? Der Stammbaum hing ursprünglich in der Dresdner Residenz im Vorzimmer zwischen den Kunststuben und der Liberei, der Bibliothek. Er wurde dort schon vor 1619 abgehängt und zusammengefaltet in einem Schrank aufbewahrt. Etwa 100 Jahre später gelangte er in die Bibliothek, wo er allerdings weitgehend in Vergessenheit geriet. Er wurde gelegentlich aufgefaltet und katalogisiert, aber kaum von der Forschung beachtet, bis ihn 2012 Olaf Heinemann, ein Historiker, im Lesesaal einsehen wollte. Es begann eine insgesamt sechsjährige Restaurierung, die wir in einem Blogbeitrag schon einmal genauer beschrieben haben. Der Link steht unten im Kommentar. Das Pergament wurde zunächst in einem eigens errichteten Klimazelt unserer Bestandserhaltung bei zunächst 70% Luftfeuchtigkeit allmählich aufgeschlagen und über Monate vorsichtig gespannt, später dann gereinigt, Risse gesichert und Tinten- und Malschichten gefestigt. Für die dafür notwendigen Voruntersuchungen kamen modernste Methoden zum Einsatz, darunter ein Digitalmikroskop, mit dem Detailaufnahmen etwa der Porträts und Wappen des Stammbaums gemacht werden konnten. Diese Aufnahmen ermöglichen es, die kostbaren Materialien wie Goldpulver, aber auch den Zustand der Farbschichten genau zu untersuchen und zu sichern. Die Untersuchung ergab interessante Details. Zum Beispiel sehen Bereiche hier oben wie nachträglich radiert aus. Seit der Restaurierung wissen wir aber, dass an diesen Stellen der Untergrund vor dem Bemalen sorgfältig geglättet wurde. Der Stammbaum wurde mit Streifen aus feinem Japanpapier in einem Spezialrahmen aufgespannt, sodass sich das Pergament bei Klimaschwankungen ausdehnen und zusammenziehen kann, ohne zu reißen. Der gute heutige Zustand beruht auf der glücklichen Kombination von jahrhundertelanger Vernachlässigung und zuletzt langjähriger, sorgfältiger Arbeit mit neuesten Methoden. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Wie liest man einen solchen Stammbaum? Wie ist er aufgebaut? Man könnte sagen, er ist gar nicht zum Lesen gedacht. Er veranschaulicht die Verwandtschaftsverhältnisse und zeigt die Anciennität des Hauses, also wie alt diese Herrscherfamilie im Vergleich mit anderen Herrschaftsfamilien ist. Der schön gestaltete Baum mit seinen rund 400 Porträts und Wappen beeindruckt allein schon optisch. Mit seiner schieren Größe von etwa 2,30 Meter Höhe und 1,50 Meter Breite. Wir wissen sogar aus einem Brief Brutthoffs, dass er ursprünglich noch größer geplant war. Für den davorstehenden Betrachter sind die obersten Reihen jedenfalls weit weg. Aber genau die Personen, die dort dargestellt sind, hätte ein zeitgenössischer Betrachter wahrscheinlich am besten gekannt. Denn der Stammbaum liest sich von rechts unten nach oben. Man beginnt den Stammbaum rechts unten mit dem Titel und dem Vorwort. Der Stammbaum beginnt mit König Sieghard, von dem man den Hauptstamm nach oben folgen kann. Herrschernamen sind jeweils in Rot hervorgehoben. Unsere nächste Frage lautet: Wo kann man eine lesbare Übersetzung des Stammbaums finden? Eine Transkription der Texte gibt es noch nicht, auch weil er so lange unbekannt und unzugänglich war. Durch das Digitalisat in der Deutschen Fotothek ist das mittlerweile einfacher geworden. Und die Kollegen von Art Historicum arbeiten an einem Tool, mit dem es möglich werden soll, selbst Anmerkungen vorzunehmen und mit anderen zu teilen. Uns erreichte noch eine etwas umfangreichere Frage. Man kann erkennen, dass der Stammbaum nur bis circa in das Jahr 630 zurückgeführt wird. Ist das typisch für die bereits etwas aufgeklärtere bzw. wissenschaftlichere Herangehensweise der Renaissancezeit? Da spielt die humanistische und höfische Kultur am Hof von Kurfürst Friedrich dem Weisen mit hinein. Er hatte großes Interesse an Historiographie und Genealogie.
Tatsächlich ist das eher eine Entscheidung Ernst Brotthoffs. In der Beschreibung rechts unten merkt Brotthoff an, er habe zahlreiche weitere Könige von Sachsen, die in alten Chroniken genannt würden, nicht zusammenbringen können, weil die alten Sachsen ihre Geschlechter und redliche Taten gar nicht oder wenig beschrieben. Insofern ist bei Brotthoff hier tatsächlich genaues Quellenstudium festzustellen. In seiner Merseburger Chronik verwendet er über 100 Quellen. Andererseits besteht auch bei ihm der Wunsch zu biblischer Legitimation. Er verweist auf Noahs Sohn Japhet, auf den er die Sachsen zurückführt. Und unsere letzte Frage: Was hat dieser Stammbaum eigentlich mit Industriekultur zu tun? Der Brotthoffsche Stammbaum befindet sich als Spitzenstück in unserer derzeitigen Ausstellung Dem Ingenieur ist nichts zu schwer, Industriekultur und technische Bildung in Sachsen. Das ist kein Zufall, stellt er doch in seiner 13. Generation mit Otto dem Reichen einen wesentlichen Vertreter der Industrialisierung in Sachsen dar, der im 12. Jahrhundert die Städte Freiberg und Leipzig gründete. In seiner Lebensbeschreibung auf dem Stammbaum wird die Gründung eines Bergwerks in Siebenlehen erwähnt, in dem große gewaltige Ausbeute an Silber, Zinn und Blei vorhanden war. Darüber hinaus ist der Stammbaum natürlich aufgrund seines Auftraggebers, Kurfürst August, der seinerseits für die Industrialisierung in Sachsen eine große Rolle spielte, von Bedeutung. Wir hoffen, Ihnen den Stammbaum bald wieder in unserer Ausstellung zeigen zu können und laden Sie bis dahin gern zum Stöbern in unseren digitalen Sammlungen ein.